Sonntag, die liebsten Spiele überhaupt, haben wir am Sonntag. Und heute ganz besonders ein bisschen 18er-lastig. Leeren Spielstand, ganz klar, müssen wir wählen. Und ich schau mal ganz kurz einmal rum. Steuerung ist eigentlich auch ganz wichtig, ne? WASD, E zum Interagieren. Umschalt, ja, sonst eigentlich alles ganz klar. Okay. Wollen wir nichts verschieben? Deutsch, Deutsch, Deutsch. Untertitel mache ich mal für euch an. Einfach damit ihr vielleicht noch lesen könnt, dass man jetzt nicht gerade richtig hört oder sieht. Wer weiß. Wir starten ein neues Spiel und sagen Go! Amicia, wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Okay, dann gehen wir mal los. Komm, hier können wir interagieren. Ah. Schön, ne? Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gallien strotzt vor Campuswurst. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Könnt ihr mir mit F gerade irgendwas ansehen? Ich wüsste aber nicht, jetzt nicht mehr was. Ging nicht mehr. Zu spät. Naja, nicht so schlimm. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Kann sie doch. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien, deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht, von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal, jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte! Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Ich hoffe, keine Ahnung. Hab ich die? Also dann. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung?
Die heiligen Äpfel des heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Retterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay. Ein paar Steine mitnehmen. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Dann mal los. Oh. Okay, man muss ja um den Schuss bereit zu machen und lass wieder los, um zu schießen. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter so, Amicia. 6, 7, 8. Oh, Steine. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. 9 und 10. Nicht schlecht. Aber deine Schleuder macht einen Heidenlärm. Ja. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerommen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor, ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Leon, warte auf mich! Leon! Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen! Leon! Wo ist der hin? Ah, da bist du ja! Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein! Braver Hund! Amicia, hat er was gefunden? Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Erstmal ein paar Steine. Es trinkt. Das ist meine Chance. Oh nein, es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Lug dich ins Gras. Runter. Kann ich mich noch weiter ducken? Nee. Okay. Wow. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Also, den hatte ich nicht mehr gerechnet, dass die den treffen. Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon! Nicht die Spur verlieren! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich! Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ich komme, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Das Wildschwein. Es blutet. Jetzt muss ich da hin, um darüber zu springen, oder was? Wo ist es denn? Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Jetzt ist die Frage, wo ist er? Die Hose war so gut wie neu. Ja. Das wird Ärger geben. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her!
Ist das Wildschwein? Aber Leon war das bestimmt nicht. Leon! Komm her! Leon! Leon! Ich bin hier! Ich komme! Leon! Wer war das? Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Sofort. Jetzt wissen wir, warum das Spiel ab 18 oder beziehungsweise 16 ist, ne? Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? So, ich weiß jetzt nämlich nicht, wohin ich muss. Aber ohne Karte? Nein. Doch, hätten wir, glaube ich. Nein, haben wir nicht. Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ich werde es ihnen sagen. Untergraben? Alia Oratio Sancti Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Ach, Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Ja. Glaube ich auch. Wo geht's hoch? Ich gehe mal hier von aus. Hier ist keine Treppe, aber hier. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall. Ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Oh. Ich habe es überall gesucht. Danke, Louise. Nichts zu danken, Liebes. Pass gut darauf auf. Ja. Das werden wir. Mutchen, nicht hier. Okay. Hier vorne. Vorne im Räumchen ist sie dann. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch...
Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden. Und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden. Egal, was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Ja, jetzt haben wir die Tür geschlossen. Suche Beatrice in Usa. Was haben wir denn hier? All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Guck mal hier. Wo ist er? Hugo? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist er hier? Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Ist das Mama? Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie das Fest her? Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Ah! Hey, du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Der Kleine, hm? Lass sie in Ruhe. Halt die Klappe. Wir hätten uns das Geld gehört der Inquisition. Was denn wirklich so schwer? Oh nein. Näher. Tasche! Und noch eine! Das wird sich leeren! Nein! Ich flehe euch an! Hugo ist nicht hier! Hey, du! Nein. Komm schon! Ich sag es nicht noch einmal! Halt! Wo ist Hugo? Amicia, was ist dir los? Mutter! Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott, Luis! Macht dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte! All dein Krieg am... Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Nein. Oh. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu, das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Meine Beatrice ist ein guter Mensch. Gut, wir müssen weitersuchen. Bringt das hier zu Ende. So geskriptet, dass hier nichts passieren kann. Ah, die Tür. Ja, super. Wen haben wir denn da? Ach Gott. Wo wollt ihr zwei denn hin? Oh, Kinder.
Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Okay. Also, ich weiß... Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja, ja. Ich weiß ja nicht, was hier gerade los ist. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet, Mama! Durch das Gras, das ist ja schon fast. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu Hat geklappt. Versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastard. Oh, Feiglinge. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Robert Daru ist kein Freund der Inquisition. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Los, sag uns, was du weißt. Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg, wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann's ohne Schleuder versuchen. Halte Steuer gerückt, um leise zu sein, um Geschosse mit der Hand zu werfen. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Au, mein Kopf! Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon. Nichts zu berichten. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Gehen wir. Ich sehe nach. Sei vorsichtig. Man weiß ja nie. Wir kommen nicht weiter. Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Also wir müssen den Topf wählen. Mann, ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Topf auf eine Oberfläche zu werfen, weißt du, Vorgegebene hören das und Geräusche des Aufpralls. Am nächsten ist... Ich hätte Henker werden sollen. Man hat immer genug zu tun und man ist im Warmen. Das Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Los jetzt. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Es riecht. Halt meine Hand gut fest. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Okay, jetzt müssen wir hoffen, dass die Tür aufgeht. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Warte. Oh. Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Das stimmt. Oh, der hat Licht. Ei, Licht ist nicht gut. Kommt mit. Was war das? Ich seh mal nach. Ah. Folgt mir. Shit.
Shit. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Nein, nichts. Meine Stimme. Gar nicht. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen. Mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Du kannst herkommen. Ich komme. Gut, weiter geht's. Hopp, so geht das. Danke. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Okay, er kommt zurück. Hier rein. Und jetzt muss ich ihn... Warte mal, kann ich hier durch? Warte mal, wo muss er denn hin? Gute Frage, ne? Könnte ich ihn dann am besten ablenken? Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Wo müssen wir denn hin? Ach, das hat er gar nicht gehört. Shit. Was war denn das? Ich muss Ihnen Bescheid geben. Kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Gut gemacht. Hier lang. Nichts. Ach so, jetzt ist er... Ah, shit. Ah, jetzt läuft er wieder. Moment. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Achso, Stein brauchen wir jetzt. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Beruhigen. Jetzt. Wo? Ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Folgt mir. Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell! Madame, sie kommt. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor?
Ja, erhalt mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist doch. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Schnell jetzt. Folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Hugo, komm mit. Schnell. Rettet die Schwester, den Jungfrau-Soldaten. Hier lang. Was ist los? Wo ist Mama? Sie kommt später nach. Lauf, so schnell du kannst. Vorsichtig, verflucht. Die Erde steht. Amicia, der Boden bewegt sich. Lauf weiter. Sie sind direkt hinter uns. Die Fahrer kriegt die Erde. Ja, was für ein Intro, ne? Was für ein Intro. Ja, gut. Kapitel 2. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Ja, ein bisschen Hilfe suchen, das ist, glaube ich, jetzt das... Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Genau. Wo sind denn nur alle? Wir wurden gerade angegriffen und wir sollen zurück. Oh, Äpfel! Hugo, jetzt nicht. Aber... Nicht anfassen, die sind alle verdorben. Aber ich habe Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Ein Apfel in der Hand. Rauch. Da müssen eine Menge Leute sein. Vielleicht, ne? Gucken wir mal. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Hallo. Verzeiht, ich bin die Tochter von Signor Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Ach. Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der Deruhn wurde angegriffen. Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Wir sind nass und hungrig. Was ist denn hier nur los? Bitte, so helft uns doch. Geht weg. Ihr seid hier nicht willkommen. Warum nicht? Wo hat sie das gesagt? Warum sind wir hier nicht willkommen? Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. So, ich würde jetzt gerne mal einen Stein werfen. Wir haben zu lange gewartet. Ich
Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Pest. Die Pest. Ist da jemand? Hier gibt es nichts für euch. Schert euch weg. Was ist denn in euch gefahren? Mir gefällt der Ort nicht. Oh. Oh, das Huhn ist auch schon tot. Oh. Eieieiei. Ist hier jemand? Wir brauchen Hilfe. Es macht niemand auf. Was ist nur los mit ihnen? Das ist einfach lang gegangen. Shit. Kamen wir von hier? Ah, wir kamen von hier. Okay. Wir kamen von hier. Sind gerade da lang gegangen. Wir gingen hier die Türen zu. Gehen wir zurück. Wir da wohl an den Kreuzen vorbei, ne? Hier ist zu. Kreuz, Kreuz, Kreuz. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Nein. Mein Gott. Ihr, ich flehe euch an, holt Hilfe! Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, warte. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Schon wieder laufen. Lauf, Hugo. Och was nein. Ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Vermutlich. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich ich nicht. Muss nur warten, warte! Bis nicht sein. Hä? Da war nichts. Hm? Shit. Und wenn wir ihn mit einem Geräusch ablenken? Stimmt. Was soll dieser Lärm? Dem haben wir es gezeigt. Nichts. Da seid ihr ja! Noch nicht schon wieder! Wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst! Ich würde einfach irgendwo langlaufen, wo offen, ne? Da!
die Mauer! Sie kommen! Schnell, schnell! Weiter, weiter! Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun Sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Los, schieben wir sie. Na gut. Gut, jetzt können wir raufklettern. Genau. Kommst du da nicht drauf? Okay. So hoch. Hier, hier. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Nimm mal dir ein Steinchen und dann... Wenn du mit deiner Schleuder... Ach so, mit der Schleuder. Was war das? Hilf mir beim Schieben! Na gut. Reicht das? Komm, ich hebe dich hoch. Ja. Und nochmal. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Oh. Fremdlinge! Oh nein, schnell, schnell! Komm. Hinein? Nee. Die Leiter, hochklettern, du zuerst! Wo? Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit, sie kommt! Sie wird nicht halten! Ja, war klar. Nein, nein! Hab ich doch gesagt! Spring doch rüber! Wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück! Amicia, komm her, auf diese Seite. Da bist du ja. Ich hab was zum Raufklettern gefunden. Oh ja, dann schmeiß es doch runter. Ich werde dich runterholen. Pass auf. Ich kann es ja runterschmeißen, ne? Amicia, der Käfig dort oben. Schnell, sie kommt zurück. Ach so. Ich sollte was runterwerfen. Na los, komm schon. Hier, gut gemacht. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler, du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht ja, nicht, natürlich. Nicht ohne Laurentius. Jetzt? Amicia, versteck dich! Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche, zusammen mit dem anderen Abschaum. Hä? Nummer 6. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Wir wissen es nicht. Weißt du es? Ich weiß es nicht. Nein, nicht schon wieder! Ja. Was jetzt?
weiß nicht. Wir sitzen in der Falle. Oh nein. Schnell, bitte. Mach die Tür auf. Ich versuch's ja. Nein. Zu. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell. Sie wissen, wir sind hier. Nein, sie klemmt. Es gibt keinen Tod. Dreh die verdammte Tür auf. Warum klemmt sie? Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Na gut. Da ist ein Brett davor. Ja, dann mach's doch hoch. Ich versuche. Oh. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Ich hab... Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was. Ich kann nicht mehr, Mietje. Oh, bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Eine Sackgasse. Wir sind erledigt. Hier entlang. Habt keine Angst. Kommt rein. In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Wirklich? Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Okay. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Okay. Oben in einer Truhe. Dann ziehen wir uns mal an. Oder um. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Ist er weggelaufen? Mensch, Mensch, warum läufst du denn weg? Ist man mal ganz kurz mal nicht da und dann... Sie hier. Passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervy. Ich bin Amicia und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervy, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor, Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervy, also. Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen. Aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Ja, mach ich. Also, was haben wir hier? Gut, ich hab das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. So, und Leder befindet sich wahrscheinlich draußen, ne? Getrocknet, ja. Leder. Gut, dann an die Arbeit. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich.
schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. So, wir brauchen entsprechend... Gut, ich sollte mich bei Clavie bedanken. Kann ich hier kein Leder mehr nehmen? Nein. Shit. Okay, ich soll Danke sagen. Ah. Und? Upsi. Das, was jeden Sonntag gerne mal passiert. Nicht oft, aber aktuell immer wieder. Das speichert. Das pausiert. Okay. Viel besser. Vielen Dank, Clavie. Vielen Dank für alles. Und gleich Fichtenstein. In ihrer Fresse. Bam! Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder, macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns doch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will zu Mama. Mama ist tot, Hugo. Du siehst sie nie wieder. Papa auch nicht. Amicia! Du lügst! Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still! Du lügst! Ich hasse dich! Bitte hört auf! Hugo, nein! Hugo, warte! Nicht rausgehen, das ist doch verrückt! Ach, diese Kinder, ne? Hugo, komm zurück! Diese Kinder... Was macht er denn? Wo sind sie? Wo zum Teufel sind sie? Oh nein, er wird uns noch umbringen! Hugo, bitte! Es tut mir leid! Warte! Oh Gott! Hugo! Ich hätte dich nicht anschreien sollen! Hör mir doch zu! Da jetzt nicht drüber. Doch. Oh nein! Nein, lasst ihn los! Da warst du also die ganze Zeit. Nein, wartet, wir wollen hier nur weg. Ja, ihr werdet verschwinden und das für immer. Bitte nein! Aua! Oh. Upsi. Ups. Ich kann ihn mit einer Schleuder umbringen. Okay. Nicht retten können. Nein, wartet, wir wollen hier nur weg. Ja, ihr werdet verschwinden und das... Ich wollte das nicht. Amicia! Hugo! Ich komme! Ja. Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Mit der Zappelei auf. Wir warten darauf, du wirst mich nicht unter die Erde bringen. Ich werde mit dir anfangen. Warum muss ich hierher kommen? Bitte. Was soll bitte, mich bitte jetzt umbringen? Gegen die Rüstung zu schießen ist zwecklos. Aber gegen den Arsch. Ist ganz schön nett. Nee. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Kommst du nicht? Früher oder später? Komm schon, Konrad. Zeig ihnen, wozu du imstande bist. Meinst du? Verdammt! Ah, ich weiß, was ich machen muss. Okay.
bist ganz schön fleck. Aber ich... Aha. Nur ein Teil. Nur ein. Du entkommst nicht. Früher oder später. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin ein wenig eingerostet. Komm schon, Konrad. Zeig ihnen, wozu du imstande bist. Du machst dir Angst. Ich nee. Habe in zwei Kriegen gekämpft. Du Gibt's bist auch. Ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen. Nur einen. Kann ich einfach hier rausklettern? Nee. Ich bin ein wenig eingerostet. Hallo! Samu, du entkommst mir nicht! Schade! Früher oder später! Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen okay. gekämpft! Komm schon, Konrad! Zeig ihnen, wozu du imstande bist. Ich hab keine Steine. Ich bin ein wenig eingerostet. Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Tag. Nur einen. Ja, los, komm. So eine bist du also. Gut, das wird mir helfen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein, bitte nicht das zu tun. Ja, bitte. Weiter so. Nur der Tod kann mich aufhalten. Die süße Umarmung des Todes. Ich brauch Steine. Das soll mich einfach aufhalten. Aha. Okay, ich glaube, wir haben uns das genug einmal angeschaut. Falls ihr Bock und Interesse an das Spiel habt, dann schaut es euch doch gerne mal selber an. A Plague Tale Innocence. Ein Spiel, was tatsächlich sehr, sehr hoch im Kurs aktuell ist. Schaut es euch gerne an, falls ihr es öfters sehen möchtet oder nochmals gerne bei uns. Schreibt uns das gerne. Dann schauen wir uns das gerne nochmal weiter an. Und wir sehen uns dann gleich wieder mit einem vollkommen anderen Spiel, aber wahrscheinlich im gleichen Genre. Bis gleich.